Herzlich willkommen zurück und ja, wir gucken uns heute mal ein bisschen was anderes an und zwar ganz fernab von diesen ganzen Karrieremodus-Rennen und Saisonveranstaltungen werden wir uns heute einfach mal dem schnellen Spiel widmen. Ja, das ist vor einiger Zeit dazugekommen mit einem Patch und zwar mit dem, wo auch das Sierra-Update, glaube ich, mit dabei war. Und wir werden das heute mal testen. Ich habe das schon in der Vergangenheit ein paar Mal ausprobiert. Hat nicht so wirklich gut funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt zumindest in dieser Aufnahme klappt. Wenn ja, dann ist es ja gut. Dann sehen wir Gameplay. Wenn nicht, sehen wir natürlich auch die Probleme von dieser Veranstaltungsserie, die jetzt neu ist. Also das Ding ist, man kann schnell in ein Rennen reinsteigen. So zumindest der Plan. Und kann dann dort ja mit vorgeschriebenen Wagen, die auch teilweise gebalanced sind, Rennen gegen andere fahren. So, jetzt klicke ich zum Beispiel mal Rennwagenkampf 700 LP Experte an und das soll in einer LMP 1 Klasse stattfinden. Rom ist wohl die Strecke und jetzt müssen wir hier ein Auto aussuchen. Die werden uns vorgegeben. Alles Rennwagen und der beste Wagen ist hier eigentlich im Grunde genommen dieser Mercedes. Das ist schon wieder die erste Kritik, die ich an dem Modus so ein bisschen habe, dass das Balancing natürlich hier nicht so wirklich passt. Das heißt, die Autos sind so unterschiedlich, dass ich jetzt eigentlich einen mega Vorteil haben müsste mit dem Mercedes. Aber das wird sich gleich zeigen. Ja, man wird sozusagen in so eine Live-Lobby reingeschmissen. Man macht nicht so direkt einen Raum auf, sondern das ist quasi ein Raum von GT irgendwie. Und vielleicht ist das auch das erste Modell, um zu gucken, wie die Server, die Räume in der Zukunft gestalten können. Weil dieses Modell mit jetzt scheint irgendwie das Spiel zu hängen. Das hatte ich schon mal. Immer wenn man ins Menü geht hier bei diesen schnellen Rennen, bleibt das Spiel hängen in diesem Menü. Das dauert dann immer einen Augenblick. Hoffen wir mal, dass es jetzt hier gleich weitergeht. Ja, zumindest taucht jetzt mal wieder die Strecke im Hintergrund auf. Ja, und in dieses Lobby-System wird man dann reingejoint, sage ich mal. Kann kurz Warm-up fahren, wenn das Rennen noch nicht gestartet hat. Ansonsten, wenn das Rennen das schon gestartet hat, indem man jetzt beigetreten ist, dann kann man sich das kurz noch angucken. Jetzt zum Beispiel sehe ich im Hintergrund, wie sich die Lobby füllt. Ich komme aber jetzt nicht aus dem bescheidenen Menü raus. Also das ist wirklich sehr, sehr unfertig, wirkt es auf mich. So, jetzt ist wohl das Rennen, was vorher hier gelaufen ist, fertig. Und jetzt wird das nächste vorbereitet. Genau, Rennstart in 115 Sekunden, das ist doch gut. Und jetzt können wir ein Warm-up fahren. Das heißt, wir können uns hier schon mal ein bisschen auf der Strecke einüben. Sehen auch volle Hütte hier. 16 Fahrer gerade dabei gewesen. Hoffen wir mal, dass es auch stabil läuft. So, ich habe jetzt schon vor einigen Sekunden auf Warm-up gedrückt. Das dauert jetzt auch noch mal so einige Zeit, bis man dann auf die Strecke kommt. Ja, das ist also dieser schnelle Modus, der sich eigentlich nicht besonders durch seine Schnelligkeit auszeichnet. Also ein schnelles Rennen hat man im Grunde genommen eigentlich nicht, weil man wirklich sehr viel warten muss und bis man dann wirklich mal fahren kann, geht einige Zeit ins Land, sage ich mal. Und es ist auch sehr verbuggt. Also wenn man da im Menü bleibt, man ständig kleben. Es passiert nichts, es geht nicht voran und auch nicht zurück. Also das ist technisch doch sehr, sehr unausgereift und irgendwie finde ich das schade, dass sie das rausbringen, wenn es noch nicht richtig funktioniert. Ja, Warm-up, wir warten immer noch. Ihr seht da unten diesen kleinen Kreis mit dem Zeiger drinne. Das bedeutet, dass ich da schon drauf geklickt habe und es jetzt lädt.
Und die Zeit bis zum Rennstart vergeht auch. Also, wenn er jetzt es nicht schafft, ins Warm-up zu gehen in der Zeit, dann frage ich mich, ob er es vielleicht überhaupt schafft, ins Rennen zu kommen. Also, es ist schon ein bisschen blöd. So, jetzt steht hier auch gleich, startet das Rennen. Ich hoffe, dass ich da mitfahren kann. Und ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ein oder zwei habe ich schon mal geschafft. Ich habe es aber auch schon 6 oder 7 Mal versucht und es ist dann immer gescheitert. Aber ich denke, das ist auch mal ganz cool, wenn wir jetzt hier in diesem Let's Play auch mal einen Blick auf diese anderen Modis und Updates und neuen Sachen auch einfach mal drauf werfen, um einfach da auch mal ein bisschen was zu zeigen. Auch wenn es jetzt vielleicht etwas negativ ist, so hat man zumindest mal einen Überblick. Aber es scheint doch jetzt so zu sein, dass ich zumindest hier in die Lobby reingekommen bin, in das Rennen und starten kann. Starten sogar von der Pole Position aus. Ich glaube, dass die Mazdas hier vielleicht sogar schneller sind, weil sie in den Kurven besser liegen. Aber das Vorteil ist natürlich, man kann schön Lobbys haben, wo viele die gleiche Klasse fahren, wo man nicht rumsuchen muss und irgendein Idiot halt irgendwo mit einem X1 startet, kann man natürlich auch so durch Reglementierung der einzelnen Lobbys. Wieso kriege ich denn eine 8 Sekunden Kollisionsstrafe bitte, wenn mir einer hinten aufs Heck knallt mit 300 km/h? Das ist mir ein Rätsel. Ein totales Rätsel. Und das ist mir auch aufgefallen, dass vor allem in diesem schnellen Modus nur Vollidioten unterwegs sind. Nur Vollidioten, die total unfair fahren. Ach, scheiße. Die total unfair fahren und einen wegrammen, wo es nur geht. Also, ich glaube, die sich wirklich mit GT beschäftigen, die suchen sich eine vernünftige Lobby und können dann eben dort auch Parameter einstellen, wie sie wollen, und dann sind dann auch Leute drin, die normalerweise nicht ganz so blöd sind wie die im schnellen Modus. Es sind zumindest meine Erfahrungen. Es kann ja natürlich auch sein, dass dort auch mal bessere Fahrer unterwegs sind, also, aber überwiegend habe ich es oft doch das Gefühl, dass die hier wahrscheinlich nur schnelles Rennen suchen und dann einfach Scheiße bauen. Aber eure Eindrücke von dem Modus würden mich auch mal interessieren, falls ihr welche habt, falls ihr das schon getestet habt. Wir kämpfen uns hier langsam wieder nach vorne. Gleich kriegen wir wieder einen von hinten aufs Heck bestimmt. Boah. Ja, da sieht man auch gut, dass man hier, dass der halt zum Geist geworden ist. Wenn nicht, hätte er mich natürlich voll weggeschissen. Das wollte er, glaube ich, auch. Kann man nur hoffen, dass man schnell nach vorne kommt und dort ein paar vernünftige Gegner findet, die nicht so sind. Außenrum überholt. Aber er kontert gleich. Hier ist natürlich wieder dieser Asphalt, der etwas glatter ist mitten in der Kurve. Da muss man aufpassen. Das ist hier auch nicht so meine Lieblingsstelle. Shit, hier musste ich korrigieren. So, das könnte jetzt für mich hier
eine Position bringen. Ja, Vierter bin ich noch geworden. Es scheint so, dass da vorne noch ein paar ausgeschieden sind vielleicht. Ja, und somit haben wir mal ein erstes kleines, schnelles Rennen online gefahren. Ja. Vierter Platz ist ja ganz okay. Ich denke, wir hätten auch noch besser sein können, wenn wir nicht am Anfang da mit dieser 8 Sekunden Zeitstrafe bedacht worden wären, die meiner Meinung nach völlig unzurecht vergeben worden ist. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder einen längeren Blackscreen, bis dann wieder irgendwas passiert. Also es läuft sehr, sehr schleppend. Aber wenn man Glück hat, hoffe ich zumindest, kann man dann zumindest mal in so einer Lobby bleiben auch und da ein paar schöne Rennen fahren, wenn die Leute eben auch gut sind, die da drin sind. Gucken wir da ein bisschen Geld. Ja, das 13.500, nicht der Rede wert. Ja, und jetzt geht's wohl weiter. Jetzt wieder eine neue Lobby offen. Und ich denke, wir machen das einfach nochmal. Ich fahre jetzt hier mal Warm-up. Scheint jetzt auch schneller zu funktionieren nach dem zweiten Mal. Die Strecke scheint sich jetzt gerade nicht zu ändern. Ich weiß nicht, ob das später nochmal kommt. Oder ob das immer dieselbe Strecke ist. Soweit habe ich es noch nicht getestet. Ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder Online-Rennen zeigen soll vom GT6. Also richtige Lobby-Rennen. Ich habe das ja mal in GT5 gemacht und ein bisschen auch in GT6 am Anfang. Problem war immer nur eine vernünftige Lobby zu finden, wo man dann auch mal ein paar schöne Rennen zeigen konnte. Und oft ist man auch lange im freien Modus umhergefahren, bis das Rennen überhaupt mal gestartet hat. Und man wusste gar nicht so genau, wann man auf Play, auf Aufnahme drücken soll. Ich habe da schon mal so ein paar Folgen produziert, die dann aber nie ans Tageslicht gekommen sind, weil ich sie einfach nicht gut fand. Aber ich könnte das ja vielleicht auch mal wieder eines Tages einführen mit den Online-Rennen und ein bisschen Multiplayer-Let's Play weitermachen hier in diesem Rahmen. Und ja, was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare vielleicht. Das Let's Play ist ja ziemlich groß angelegt. Ich habe noch vor, also zumindest 200 Folgen sollen es werden. Und dann muss ich mal sehen, was da noch rauszuholen ist, wie viel sich das die Leute noch angucken wollen. Wir starten dieses Mal von weiter hinten, von der 7. Position. Ihr seht das ja hier auch. Und schön ist, dass es ein ziemlich bunt gemischtes Feld aus allen Nationen ist. Das finde ich gut. Es sind ein paar Spanier, ein paar Franzosen, auch ein Australier dabei. Also das finde ich schon ziemlich geil. Ein Grieche, da guckt man sich international auch mal ein bisschen. Wow, da musst du mal aufpassen. Manche bleiben einfach stehen. Der eine wollte schon vorher mal vorbeifahren, also die versuchen hier schon auszunutzen teilweise. Ja, jetzt habe ich eine 3-Sekunden-Strafe. Gut, den habe ich wirklich an der Ecke berührt. So, jetzt kommt die entscheidende Kurve, wo dann vielleicht auch einer abfliegt, wenn man Glück hat. Oh, wahrscheinlich ich selber. Da hatte ich gerade echt eine blockierende Vorderachse. So, endlich habe ich die auch mal gut erwischt. Juan Hereno irgendwas, 1957. Der scheint hier Probleme zu haben im dritten Sektor. Das können wir vielleicht nochmal nutzen. Erstmal im Windschatten und dann gehen wir mal nicht vorbei. Bremst uns hier ein bisschen aus, der Typ. Aber muss ganz klar sich darauf einstellen, dass hier manche Leute unfair fahren. Selbst wenn man ein fairer
Fahrer ist, so wie ich eigentlich, also wie ich es bin, und auch die anderen Leute, die immer an den Veranstaltungen mitfahren, die ich so organisiere, die sollten sich echt darauf einstellen, dass es hier unfair werden kann, dass die Leute hier rammen, teilweise, und es ein ziemliches Durcheinander werden kann. Und man sollte auch eine gute Leitung haben hierfür. Oft fährt man dann doch in etwas volleren Lobbys, was natürlich auch wieder ein Vorteil ist. So, gut, P2 haben wir Intus. Letzte Runde. Den letzten Spanier, der hat schon einen ziemlich großen Vorsprung. Auf so einer kurzen Strecke wird das schwierig, den noch zu erwischen. Wir holen aber auf ihn auf. Weit genommen hier. Der hat da auch ein Problem gehabt. Den kriegen wir nicht mehr. Aber war ja mal ein ganz angenehmes Rennen teilweise. Ja, und das war's dann auch erstmal für diese Folge wieder. Ein kleiner Einblick heute also in die schnellen Rennen des Online-Modus. Und ja, gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine gute Woche und bedanke mich fürs Einschalten.